Herzlich willkommen zurück zur Let's Play World Rally Championship. Mein Name ist Gabur, jawohl, wir gehen nach Australien. Die dieses Let's Play schon etwas länger verfolgen, wissen ganz genau, dass ich Australien unwahrscheinlich liebe auf dieser Strecke. Sie ist so schön. Ja. Ungemein schön in Australien. Ah, gucken wir uns wieder die mega pornösen Gräben hier an und dann sehen wir weiter. Es sind nur noch ein paar Rennies bis zum Ende der Saison und deshalb können wir uns jetzt keine Fehler mehr erlauben. Wir müssen wohl konzentriert bleiben. Ach, Robert. Die Rallye in Australien führt über die Schotterpisten von New South Wales. Zwar lassen sich die meisten Etappen auf gutem Untergrund schnell absolvieren, aber einige Abschnitte durch Waldgebiete bedingen absolute Konzentration der Piloten. Wie heißt es so schön? Sag nicht sowas. So, ab geht's, Babys. Und 4, 3, ich will nach Hause. 2, 1, go. Überbrücke, Verengung. Vorsicht, 100. Links 3. Hey, die Scheiße, ich bin so schnell. Dann rechts 4 und links 3. Vorsicht, rechts 2. Sehr lang. Unter Brücke, Handbremse. Rechts 4. Fucking gelben Schilder. Rechts 3 und 60. Links 3. Dann rechts 3. Links 3 und links 3. Ach, das war riskant. Das war klar, dass wir da richtig schlecht sind. Links 4. Aber es ist ganz allein an mir. Handbremse auf Asphalt. Links 4, dann rechts 4. Bodenwelle. Öffnet sich. 150. War das eine Bodenwelle? Vorsicht. Links 3, in rechts 3. Das war riskant. Ja. Komm gerade überhaupt gar nicht klar, echt? Dann rechts 6. Hat eine Runde Battlefield gezockt, nicht so ganz alleine ein bisschen. Mittig halten. Vorsicht. Rechts 2, auf Schotter. Das ist jetzt mal gerade ganz was Gutes. Und 40, Abzweigung rechts abbiegen. Und links 2, rechts 5. Oh ja! Gib mir doch eine Zeitstrafe dafür. So wie in echt. Dann links 5, in rechts 6, mittig halten. Überbrücken. Ja, versuch ich. 40, links 5, dann rechts 4 und 60, rechts 4 und rechts 3, links 3, in rechts 3, dann rechts 2. Was hier so fehlt, finde ich, sind so diese Massen an Zuschauer, die so am Rand stehen. Das ist so ein bisschen wenig. Zumindest ist das immer so mein Gefühl. Da gehen zwar überall so ein paar, aber jetzt nicht so das, was man eigentlich kennt bei allein. Und rechts 4. Links 4, 40, rechts 5, 80, rechts 5, in links 3, Verengung, rechts 3, in A-Nadel. Dann haben auch jemand gesagt, warum ist das Spiel nicht von Enden spiele, also guck dir mal die ersten Videos an. In rechts 4, die Innenansicht ist völlig für den Arsch und total unrealistisch. Alles klar? Dargestellt. Und wenn dann richtiger Kapo und mal ein bisschen mehr vom Fußball also allgemein sehen würde, dann würde ich das auf jeden Fall machen, aber so weiß ich nicht, ist nicht so der Bringer, die Innenansicht. Und daher spiele ich lieber in der Außenansicht das Spiel. Eigentlich ist das nicht mein Fall, ich bin fahre lieber von innen. Aber zum Beispiel wie Formel 1 habe ich noch, ja, spiele ich privat innen, aber meistens auch von außen.
aber privat halt nicht. Wir haben in den letzten Spezialetappen genutzt, um ein paar Anpassungen an den Einstellungen auszutesten. Ich würde sagen, es lief gut und auch Kubica der schnellste war. Ja, was soll ich sagen? Ja, andere Rennspiele habe ich ja alle von innen gespielt. Und das nächste, was nach Formel 1 kommt, wird auch auf jeden Fall in der Innenansicht gespielt. Rechts 3 und links 5. Bei der Formel 1 war ich von Abu Dhabi oder was das da war, wo das Nachtrennen ist. Von Tag in die Nacht geht sehr enttäuscht. War jetzt nicht so der Bringer. Bali war schon sehr schön dargestellt. Aber da war es echt schlecht. Dann links 3, in rechts 3, links 3 und 40 durch Wasser. Rechts 4, in links 4, Abhang außen. Dann links 6, in rechts 6, Verengung. Dann links 3 und rechts 4, sehr lang. Und 40, dann das war das Kampf. Scheiße, ey, immer diese grafischen Kanten, die sie da einbauen, das ist echt, ey, mir juckt die Nase, das ist ja wohl gerade fürchterlich. Welcher August sitzt da drin? Und rechts raus da, dass du so juckst. Kann ja wohl nicht wahr sein. Vorsicht, und 60, links 3, in rechts 3, lang. Dann links 4, scharfe Kurve. Links 5, in rechts 5. Links 3 und 40, rechts 3, links 5 und 60, Sprung, links 3, in rechts 3. Ja, ich hatte gerade eine Warnmeldung von meinem Lüfter irgendwie auf, hat das natürlich, ich habe das da alles so verknüpft, dass ich da meine ganzen Wasserkühlungen sehe und diese Dinos, keine Ahnung, was er gerade hat für ein Problem, weil er links 100. Egal, Karl, läuft. Temperaturen sind okay, also daher ist es kein Problem. Rechts 3, in rechts 3 und Haarnadel rechts, Handbremse. Rechts 3 und Haarnadel links, Handbremse. Rechts 4 und 40, rechts 4, in links 5. Über Brücke. Dann rechts 4. Vorsicht. Sprung. Muss ich eigentlich mal wieder auf eine schöne Double-Grafikkarte warten hier. Dann hätte gedacht, wir würden vielleicht die nächste Double-Grafikkarte herausbringen, aber die 96 ist immer noch die einzigste. In rechts 2. Öffnen. 60. Und Sprung. Tja, was soll man da machen? Abwarten, okay. Wenn die nächste Reihe kommt, wer heißt sie? Ja, Achter, dass man gar nicht da will. Wir holen überhaupt nicht auf, weil ich immer an irgendwelchen Kanten hängen bleibe. Ich habe irgendwie das dünnige Gefühl, als wenn es gerade so ein bisschen leck, aber das Branding, alles stimmen. Rechts 3 und Haarnadel rechts, Handbremse. Haarnadel rechts, wow. Ich verstehe es nicht. Dann links 5. Ich kriege das Auto nicht so gelenkt. Also ich bin froh, wenn wir den Ford hier los sind. Bin ich ganz ehrlich, also grauenvoll. Wo er ja eigentlich wirklich in der Rallye gar nicht so schlecht ist, der Ford. Aber ich weiß nicht, ich krieg für dieses Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Gefühl. Also überhaupt nicht. Also so richtig, richtig verhext. Komisch irgendwie. Wir haben in der letzten Spezialetappe genutzt, um ein paar Anpassungen an den Einstellungen auszuführen. Ja, ja, bla, bla. Genau das gleiche wie vorhin. So, wir müssen auf jeden Fall Karosserie. Räder sind gut. Getriebe ist orange. Lade Luftkühler. Turbo ist auch hin.
Den kriegen wir nicht repariert. Der hätten wir Minus. Rallye-Strafe 0,02. Das ist ja nichts. Das machen wir. 0,02 Rallye-Strafe, ja. 002, aber ich kann mir nicht erlauben, dass der Turbo kaputt ist. Dann haben wir ja gar keine Power. Die einzigartige Masse an Grip, das man auf dem australischen Kies hat, bereitet uns zwar ein paar Kopfschmerzen, aber abgesehen davon läuft alles gut. Ja, läuft auch alles ganz gut. Bei mir auch. Sodass ich euch nicht einhole. Warum qualmt der noch? Ich hab doch da alles schön heile gemacht. Links 3, ab geht's. Über Brücke. Und rechts 3, links 2. Jetzt müssen wir hier mal anfangen. Links 3, im A-Nabel rechts, Handbremse. Dann links 3, und 40, A-Nabel rechts, Handbremse. Ja, du liebes Spiel, warum setzt du mich zurück? Das hat jetzt mehr Zeit gekostet, zwei, als wenn ich... Ach, Mann. Dann links 2, in rechts 2. Also dann können sie mich jetzt auch zurücksetzen, wenn ich falsch rum wieder richtig stehe. Echt, wisst ihr, so langsam kotzt mich das an. Mit diesem ständigen Zurücksetzen und Schritt zurücksetzen. Wenn ich von der Rallye von der Strecke komme, dann hat man eine Zeitstrafe zu bekommen und dann fertig. Mann! Geht mir richtig auf die Nüsse. Wenn ich richtig weit aus der Strecke rausfliege, ja, dann ja. Und links 4, dann rechts 3, Verengung. In links 4 und rechts 4, öffnet sich 4, lang. Links 3, lang. In rechts 4, das war das Kampf. Warum läuft das so beschissen? Ein Augenblick. So, ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Irgendwas spackt zur Zeit immer mit meinen Fraps, wenn das jetzt richtig läuft, dann muss ich nochmal drauf tippen und ganz komisch. In rechts 3, 40. Links 3, scharfe Kurve. Scharfe Kurve 3, dann rechts 3, 40. Und rechts 3, komm. Dann rechts 3. Scharfe Kurve. Oh ja, komm nicht rum, fang auch nicht das Rutschen an. Ach, das ist so ein Scheiß, Mann. Man kann nicht mal richtig driften mit den Autos. Das ist so ein Müll. Mann, gib mir das auf die Nüsse, Leute. Echt jetzt. Ich verstehe es einfach nicht, was der Dreck soll. Der hat das so programmiert. Na, Rally driftet man und das bis zum Arschwinkel. Ja, jetzt kommen hier die schönen Gräben, die hier einer mit seinem Flug reingezogen hat. Links 4. Rechts 4, Vorsicht, scharfe Kurve 2, links 4, scharfe Kurve 3, rutschig, dann rechts 4, 300, über Brücke, Verengung. Ei, Vorsicht, 100, links 3, dann rechts 4 und links 3, ei. Vorsicht, rechts 2, sehr lang, unter Brücke, Handbremse. Rechts 4, dann rechts 4. Rechts 2, komm doch rum! Oh, rutsch doch einfach! Dann rechts 3, in links 3 und links 2. Geschafft! Mann, Leute. Ich raff es einfach nicht. Echt nicht. Ja, wir haben gut aufgeholt. Nochmal Zweiter geworden. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten bei World Rally Championship. Mein Name ist Gabur und ja, die nächsten drei Rennen in dem nächsten Video. Bis morgen. Tschüss.